Normalerweise rollen Nacht für Nacht unzählige Krankenwagen an der Rettungsstelle des Vivantes-Klinikums in Berlin-Neukölln an, um Kranke und Verletzte zu bringen. Doch in der Nacht zu Dienstag stehen Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr vor der Rettungsstelle Schlange, um Patienten aus dem Krankenhaus in andere Rettungsstellen zu verlegen. Nach Bildinformation ist die Rettungsstelle zu dieser Zeit überlastet. In einem Tweet der Feuerwehr heißt es, dass die Versorgung durch gute Abstimmung aller Beteiligten gewährleistet blieb. Vor dem Krankenhaus entstehen allerdings Warteschlangen aus Rettungswagen. Bereits Ende November erweckte das Vivantes-Klinikum als eines der ersten Krankenhäuser Berlins einen Aufnahmestopp der Rettungsstelle, wegen steigender Corona-Zahlen und fehlender Pflegekräfte. Das Krankenhaus verfügt über eine hochfrequentierte Notaufnahme und zählt zu den wichtigsten der Hauptstadtregion. Was nun der genaue Grund für die nächtliche Verlegungsaktion war, ist noch offen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.